Gacha Vadivu Asana ist die Elefantenstellung. Ein Asana, welches auch im Kalahari der südindischen Verteidigungskunst wichtig ist. Du beugst die Knie im Stehen so weit, dass die Oberschenkel fast parallel zum Boden sind. Du stützt deinen Oberkörper auf Oberschenkel und Knien ab. Du hältst die Ellbogen weit vorne und du gibst die Daumen in die Nähe der Nase. Du machst dabei Fäuste mit den Händen und so hast du die Daumen Richtung Nase, ausgestreckte Daumen an die Nase und so hast du das Ganze wie eine Art Rüssel nach vorne. Du könntest auch die Daumen zum Punkt zwischen den Augenbrauen bringen und zum Punkt in der Mitte der Stirn. Und so kann das auch eine Übung sein, um das dritte Auge zu aktivieren, während sie natürlich sehr anstrengend für die Oberschenkel ist.